Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog, direkt hier mit einer Roomtour. Starten wir direkt rein, dann erzähle ich gleich mehr, warum ich hier bin, was ich hier mache. Hier einmal, zack, hat es eigentlich recht schnell erledigt. Viel größer das Hotelzimmer nicht hier. So, es ist der 50. Berlin-Marathon. Kleines Jubiläum oder eigentlich ein riesengroßes Jubiläum. Die ganze Stadt ist voll Läufer, LäuferInnen. Ich laufe natürlich selber nicht mit, sondern ich bin da, weil ich mir das Ganze nicht entgehen lassen möchte. Hat einfach den Hintergrund, wir organisieren ja selber auch immer sehr, sehr, sehr viele Events. Und warum nicht auf einem der größten Events dabei sein, um vielleicht das ein oder andere zu lernen. Genau das ist ein Grund. Der zweite Grund ist auch, weil ich natürlich hier ein paar Leute kenne und kennenlernen werde. Und konnte an eine Akkreditierung rankommen, was dazu führt, dass ich euch auch ein bisschen mehr mit hinter die Kulissen nehmen kann. Vielleicht können wir uns den einen oder anderen Läufer schnappen und auch über Krafttraining sprechen. Vielleicht machen wir den einen oder anderen Handstand, mal sehen, was alles dieses Wochenende so passiert. Ich bin jetzt Freitagabend angekommen. Samstag ist dann Expo-Tag, soweit ich weiß. Und am Sonntag ist der Lauf. Das bedeutet, ich nehme euch das volle Wochenende mit. Ich selbst werde am Montag wieder heimfahren, also absolute Experience. Ihr seid mit dabei und jetzt geht's für mich erstmal zum Essen mit den Feels Like Jungs. Wer die nicht kennt, die machen richtig, richtig geile Regenerationsprodukte, Creme etc. Wir arbeiten mit denen im Podcast auch mit zusammen. Super cool, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr später vom Essen nichts mehr seht, dann sehen wir uns morgen. So Freunde, guten Morgen, wir sind drin. Ich bin jetzt hier schon an der Strecke, sieht man da drüben. Heute startet der Marathon der Inline-Skater, wie man da schon sieht. Die machen sich gerade warm. Gestern Abend noch einen chilligen Abend gehabt, ein bisschen gequatscht mit den Feels-Like-Jungs, aber nichts Wildes passiert. Jetzt war ich auch schon im Hotel. Ich bin jetzt an der Select hier. Dann startet jetzt gleich der Inline-Skate-Marathon. Der ist heute. Jetzt testen wir mal, wie weit wir in die Aktion hier kommen. Schauen wir mal. ከዛ ውድድር በኋላ ያው ህይወቴ ላይ ብዙ ነገር ተቀይረዋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በየቀኑ So Freunde, nächster Stop nach dem Panel Talk. Jetzt hier direkt Tempelhof am Feld. Tempelhof, da ist die Expo. Und schauen wir mal, was da so geht. Ich hoffe, der Akku reicht noch ein bisschen. Und ja, schauen wir mal, was da so abgeht. So Freunde, erste Haltestelle natürlich Feels Like. Simon ist jetzt hier, der war auch schon bei mir am Podcast und der erzählt euch jetzt erstmal, was Feels Like überhaupt ist. Ja, super. Ja, grüßt euch. Wir haben drei Produkte im Bereich der Regeneration. Das erste Produkt, unser Muscle Complex. Das sind 31 Wirkstoffe, die alle die Evidenz mitbringen, dass sie Entzündungen hemmen, Schmerzen lindern, Verspannung lösen. Bedeutet, man kann es einmal anwenden, wenn man akut was hat. Also irgendwie der Nacken ist verspannt, das Knie tut weh. Die Wade macht irgendwie zu, dann kann man das einfach ganz dünn auftragen und hat eigentlich eine direkte Verbesserung. Oder aber, damit es jetzt gar nicht so weit kommt, einfach nach dem Sport, nach dem Laufen, zack, zack, auf die Beine schmieren, dauert 30 Sekunden und man wacht am nächsten Tag auf und egal wie hart das Training war, egal was man trainiert hat, man hat einfach keinen Muskelkater mehr. Die Muskeln sind einfach komplett frisch, heißt, man kann das nächste Training früher angehen, man kann es intensiver angehen und wird einfach viel, viel leistungsfähiger somit über die Zeit.
Dann zweites Produkt ist ein Mundspray, Thema Schlaf, ja, also was man abends nutzen kann, gerade nach späten Trainingseinheiten oder ja, einfach sehr stressigen Tagen, hilft, dass der Cortisolspiegel runtergeht, dass Melatonin von alleine ansteigen kann und somit die Schlafqualität einfach deutlich besser wird. Kann man auch wunderbar hier dann in seinen Schlafdaten sehen. Und drittes Produkt ist dann das Repair-Komplex für alle Themen auf der Haut. Also trockene Haut, rissige Haut, offene Wunden, bestehende Narben. Immer wenn irgendwas auf der Haut ist, sorgt das einfach dafür, dass die Haut viel, viel schneller wieder in den Ursprungszustand zurückkommt, die Wunde schneller verheilt oder die Narbe sich zurückbildet. Und so decken wir quasi den gesamten Regenerationsbereich ab. Alles, was unter der Haut passiert, hiermit. Dann alles, was auf der Haut passiert, mit dem Repair-Komplex und Thema Schlaf als wichtigstes Thema in der Regeneration. Freunde, schaut mal, hier ist der Zieleinlauf. Ich mache mir jetzt schon mal den Zieleinlauf ready. Geil ist das. So, Lauf beendet. Das muss, das muss. Aber jetzt bin ich wieder eigentlich direkt hier zurück, hier hinten. Brandenburger Tor ist quasi der Zieleinlauf. Das muss wirklich crazy werden später. Und hier sieht man. Hier. Und dann da vorne ist das Ziel. Und noch ein bisschen weiter vorne ist der Start. Und da gehe ich jetzt hin, um hoffentlich die beste Sicht zu haben, wenn die Elite gleich startet. 3, 2, 1. Schaut mal, da gibt's die Medaillen. So Freunde, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder zurück. Ich habe vergessen, ein Outro zu drehen. Es ist dann im Endeffekt nicht mehr viel passiert. Sonntagabend waren wir noch auf der Top-Läufer-Party. Da konnte ich den ein oder anderen Top-Läufer und Promi noch kennenlernen, was eigentlich auch nochmal eine coole Sache war. Ein paar Ausschnitte haben wir ja hier nochmal für euch bereitgestellt. Ansonsten bin ich dann im Endeffekt gestern Montag, also dann einfach mit dem Zug heimgefahren. In der Früh halt gearbeitet, dann mit dem Zug heimgefahren und dann war ich hier in München wieder, also da ist nicht mehr viel passiert. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, einfach mal ein bisschen was anderes hinter die Kulissen auch schauen zu können. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Feedback, ob ihr da Bock habt, auch auf andere Sportveranstaltungen und auf weitere Vlogs, je nachdem, was ihr wollt, Bock habt. Schreibt es gerne rein. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Und wenn ihr mit Calisthenics starten wollt, dann www.flex-calisthenics.com. Schauen wir uns mal an, wo ihr gerade steht. Tragt euch gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Euer Flex. Ciao.